zeigen, dass ich dich nerve, weil ich mich dir gerne unterwerfe, allzeit bereit. Willst du denn nicht mehr bestimmen, welche Berge wir erklimmen, welche Seen wir durchschwimmen und in welcher Zeit? Willst du mich denn nicht mehr belehren, nicht mehr verkehrt mit mir verkehren? Ich würde mich doch gar nicht wehren, was du auch immer mit mir treibst. Willst du mich nicht mehr kommandieren, mich nicht mehr an der Leine führen? Ich kann es ganz deutlich spüren. Ich spüre, dass du nicht bleibst. Ich weiß im Ganzen wie im Großen, du bist wirklich fest entschlossen, mich für immer zu verstoßen, alles vorbei. Dazu bewegen, es dir nochmal zu überlegen, es spricht doch gar nicht so viel dagegen, mir irgendetwas zu verzeihen. Du musst mich nicht dafür verachten, für das, was wir zusammen machten, das Feuer, das wir entfachten. Die Glut in mir, ist sie noch da? In dir ist sie wohl erloschen. Es war für dich ja auch nicht so schön, so wunderschön, wie es für mich gewesen war. Ich würde dich gern nochmal erregen, ein letztes Mal mich zu dir legen, nochmal in dir etwas bewegen, damit ich mich dann, wenn wir getrennte Wege gehen, nicht mehr beieinander stehen, uns nie mehr wiedersehen, an dich erinnern kann. Ich würde mein Leben dafür geben, Leben. Doch wer will diesen Preis erheben? So kann es ja nun auch nicht sein. Denn würde ich mein Leben geben, könnte ich auch nicht mehr mit dir leben. Den Tod umsonst zu erstreben, fällt mir im Leben nicht ein. Nein. Ich fürchte, deines Blickes Schärfe kann es sein, dass ich dich nerve, weil ich mich dir gerne unterwerfe. Allzeit bereit, die ganze Zeit.